Ja, schon komisch. Wir werden uns mal mit dem Computer befassen, wenn wir es denn dürfen. Ah, die alte ist noch da. Und wir dürfen nicht ran. Aber guck mal, da liegt noch so ein Kugelschreiber. Wir hatten doch schon mal einen irgendwie gemopst. Können wir nicht mit ihr reden? Nee. Doch. Also was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond. Sie haben ja keine Ahnung. Schon wieder. Gibt es ein Problem, Mr.? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Ja, ein sehr, sehr angenehmer Geselle. Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Moment, was heißt das? Alles ist Denver. Es heißt alles in Ordnung. Warum Denver? Es hat mit dem Flughafen von Denver zu tun und der unterirdischen Anlage dort. Dort ist der Unfall passiert. Ein Unfall, ja? Gut, wir können nicht weiter mit dir reden. Das war's soweit. Wir gehen also schlafen. Wir dürfen die Nacht wieder ein wenig ausruhen. Mal sehen, ob das Doktorchen uns wieder begrüßt mit seinem freudigen Lächeln am Morgen. Ne? Auch wenn ich nicht wirklich dran glaube, aber naja. Hoffen kann man immer. So, wir haben hier irgendwie einen Code herausgefunden. Wir haben einen Kugelschreiber gemopst. Wir haben irgendwelche Dateien gelesen, E-Mails gelesen, die sowieso nicht wichtig sind, nicht von Bedeutung. Und ansonsten haben wir hier bloß ein Klo, in dem nichts los ist. Da haben wir irgendwelche Informationen gehört. Aber so viel kriegen wir in diesen Räumlichkeiten nicht heraus. Das ist schon gruselig. Irgendwas muss hier auch noch hinterstecken. Wir gehen erstmal schlafen. Mal sehen, ob wir wieder dieses komische Bild sehen, was da so aufblinkt. Da! Irgendwelche chinesischen Schriftzeichen. Der nächste Morgen. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja. Und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Natürlich, Doktorchen. Natürlich, natürlich. So, einmal noch Püppi guten Morgen sagen. Geht nicht. Okay, dann legen wir uns hin.
Dann wollen wir mal sehen, was unser guter Al-Mualim zu sagen hat. Wir sind ja jetzt eigentlich schon fast durch. Gucken wir mal, wie viel noch übrig bleibt. Ich glaube, jetzt kommt der größte Strang, oder hatten wir den schon? Den hatten wir schon. Dann kommt jetzt nur noch der letzte Gedächtnisabschnitt und dann sind wir bei dem goldenen Pokal. Wahrscheinlich... Ach, als Maul. Wir gehen rein. Nachforschung gesperrt. Wir gehen rein. Komm. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Alter hier. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumte, träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter, ihr. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Alter, ihr. Bringt es jetzt zu Ende. Wie er immer zwischen den Büchern diese ollen Tauben hervorholt, das ist ja wirklich ein David Copperfield Special hier. Wir haben jetzt 19 DNA-Stränge. Es fehlt im Prinzip nur noch einer. Sehr schön. Synchronisiere Erinnerung. Neue Fähigkeit erlernt. Schwertmeister. Schaden. Neue Waffe erhalten. Extra Wurfmesser. Juhu. Gut. Dann machen wir uns mal auf nach Jerusalem. Der letzten Stätte, zu der wir sollen, aber warte mal, wir sollen hier noch Informationen kriegen. Ach nee, das ist nur der Verbindungsmann. Ich bin schon wieder verwirrt. Ich habe einfach nicht mehr alles im Kopf. Denn hier können wir ja mit niemandem reden, das ist ja richtig. Das ist einfach bloß unsere Verbindungsstätte, um eben verschiedene Dinge zu erfahren. Dann wollen wir mal los. Robert de Sable. Der letzte Mann, der uns noch fehlt auf unserer riesigen Liste, nämlich der, der uns am Anfang zurückgeschickt hat und dieses Artefakt beschützen wollte. Ich weiß immer noch nicht, wie meine Kumpels das geschafft haben, aber sie sind definitiv irgendwelche Verbrecher gewesen, die Informationen preisgegeben haben. Komm auf nach Jerusalem und zwar ins Büro. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Na, definitiv. Das machen wir immer. Dafür sind wir immer bereit. Und wir gehen zu unserem Verbindungsmann. Ein letztes Mal derjenige, der immer so ein bisschen unangenehm ist. Was ist das denn hier? Das sieht aus, als wenn da jemand die ganze Zeit spioniert hat. Und zugehört hat. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht.
Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das wann und wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Achtet mal auf Altairs Ringfinger an der linken Hand. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal so zeigen können. Doch, es geht, einigermaßen. Guckt euch das mal an, der fehlt. Wisst ihr warum? Viele wissen nicht warum. Die Assassinen, die haben früher den Ringfinger abgeschnitten, um die versteckte Klinge rausholen zu können. Da Vinci hat irgendwann eine neue erfunden. Das werden wir aber in einem der späteren Teile noch lernen. Ich habe noch keinen der Teile gespielt. Ich weiß es nicht daher. Das hat mir bloß neulich einer meiner Abonnenten erzählt. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Warum schneidet man sich einen Ringfinger ab, um ein Messer rauszuholen? Das ist total krank. Aber gut, Assassinen halt. Ist halt so. Gut, also unser letzter Auftrag beginnt. Unser letzter Auftrag, Robert de Sable zu töten. Und wir müssen uns wahrscheinlich hier in diesem Bürgerviertel ein wenig umsehen. Das Armenviertel haben wir soweit durch, auch wenn uns hier noch ganz viel fehlt. Und das ist das Armenviertel. Das ist dann das Nobelviertel, das haben wir durch. Genau, wir müssen uns also zum Bürgerviertel begeben. Richtung Westen war das, genau, da lang. Also gut. Auf geht's. Ach Gott, schon wieder irgendwelche Laienprediger hier. Die wir gar nicht gebrauchen können. Einmal darauf und da haben wir den nächsten Aussichtspunkt. Aber da steht wieder jemand, der mir nicht wohlgesonnen ist. Wir nehmen mal die versteckte Klinge, falls uns doch einer irgendwie erwischen sollte. Habe ich gesagt, du sollst auf die Leiter? Nein, habe ich nicht. Nur weil sie da gerade rumsteht. Sollst du da nicht einfach rauf? Komm, rüber. Einmal rauf und guck dir den Aussichtspunkt an. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon zum Ostviertel zählt. Zum Westviertel. Oh Gott. Oder noch zu dem mittleren Viertel. Nee, gehörte schon hierher. Sehr gut. Dann haben wir links unten auch noch eins. Und hier vorne gleich Bürger, die wir retten können. Gehen wir erstmal nach links unten? Weiß das gar nicht. Das wäre da vorne. Nee, das ist mir zu weit weg. Dann gehen wir erstmal die Bürger retten. Also, die Bürgerwehr ist wieder unterwegs. Und wir können ja wirklich fast alle Bürger gebrauchen, die dafür wichtig sind, nicht? Was steht ihr da herum? Okay. So, den haben wir. Du musst auch dran glauben. Ich treffe ja gar nicht. Warum? Ach, die Alte hat mich aufgehalten, wa? Stand im Weg. Stehst meinen Kämpfen im Weg, meine Süße. Na, wollt ihr wohl? Ich sehe nichts. Was soll das? Okay. Durch Kraut gekämpft. Aber wir haben es trotzdem geschafft und sie ist zufrieden. Einer von sechs Bürgern. Oh, das sind gar nicht mal viele. Das könnte man ja eventuell ins Auge greifen. Aber für die Kleinen unter euch, bitte nicht in die Augen greifen. Es tut weh. Ach Gott, die wieder. Milde Gaben habe ich nicht. Ich muss weiter. Du bist ein Verbindungsmann. Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ja. Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet.
Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Okay, eliminieren Sie heimlich alle Ziele. Heimlich ist immer so eine Sache. Da sind wieder Bürger in Gefahr. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, wenn wir den Templer hier umbringen. Wir gehen mal weiter weg. Dann kann sowas gar nicht auffallen. Das war der Falsche. Okay, das war schon besser. Wir gehen. Sorry. Ich hätte eigentlich nicht vor, die armen Bürger zu töten, aber gut. Selbst schuld. Jo, ich bin schon weg. Warum würde jemand so etwas tun? So, wollen wir hier nochmal gucken? Da ist noch einer. Den holen wir uns auch. Okay. Dann der nächste. Aua. Ist hier. Ach, Kacke. Nein, das war wieder so klar, dass dann ausgerechnet so eine Truppe vorbeikommen muss. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu kämpfen. Also ich werde mich hier ganz in Ruhe nochmal umgucken, schauen, wo ich mich verstecken kann. Und sobald wir uns versteckt haben, geht's wieder weiter. Ah, scheiße. Sagt man nicht. Die können wir nicht nutzen. Aber ist auch klar, wir sind ja noch mitten in Gefangenschaft. Gut, und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn alles wieder frei ist. Und dann machen wir unsere Aufträge weiter. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.